Hallo und herzlich willkommen zu Meine Espresso TV. Mein Name ist Tom Krause und an diesem wundervollen Tag geht es heute bei Meine Espresso TV um die Personalpronomen. Also ich, du, er, sie, es, ihr, sie. Diese Ansprachen gibt es ja, und einmal zurückliegend gab es ja schon mal eine Ausgabe von Meine Espresso TV mit dem berühmten Mann, also dem Mann mit einem N, und da haben wir uns gemeinsam gefragt, wer ist denn dieser ominöse Mann? Das Thema heute verdanken wir einem YouTube-Zuschauer von Meine Espresso TV, der einen etwas pikanten Username hat bei YouTube, den ich jetzt nicht erwähne. In diesem Fall, falls du zuschaust, an dieser Stelle trotzdem nochmal vielen Dank für den Vorschlag. Denn vielen Menschen ist es vielleicht gar nicht bewusst, wie sie im Alltag mit ihrem Gegenüber sprechen. Wenn jemand von euch zum Beispiel eine Geschichte erzählt oder ein Erlebnis erzählt, oder vielleicht kennt ihr das besser andersrum, jemand erzählt euch eine Geschichte und der fängt dann damit an, dass er sagt: Also, du kannst dir gar nicht vorstellen, du gehst da die Straße entlang und auf einmal steht da dieser Typ mit dem Messer und der zieht dir dann einmal so das Messer quer an den Hals und dann würgt er dich und das schnürt dir total die Luft ab und du hast total schlechte Gefühle. Ja, er erzählt, also derjenige, der euch dann eine Geschichte erzählt, erzählt eigentlich eine Geschichte von sich, nimmt aber die Anrede du, um in dieser Geschichte, tja, vielleicht von sich etwas abzulenken oder die Geschichte nicht noch einmal durchleben zu müssen. Dafür ist dann einer von euch derjenige, der diese Geschichte am eigenen Leib erfährt. Ja? Das ist natürlich für Menschen, die im Trainingsbereich arbeiten und Geschichten erzählen, oder Menschen, Verkäufer, die Geschichten erzählen, die können das natürlich sehr praktisch für sich nutzen. Die können natürlich sagen: Lieber Kunde, stellen Sie sich mal vor, Sie sind da an dieser wundervollen Bar, in diesem wundervollen, schönen Land, und Sie bekommen einen Drink serviert, der so gut schmeckt, wie Ihnen noch zuvor kein Drink geschmeckt hat. Und Sie schauen so über die Landschaft und denken: Wow, fühle ich mich gut. Und wenn Sie dieses Gefühl dann vergrößern, dann kann es eigentlich nur noch so sein, dass dieses Gefühl Ihren ganzen Körper erfasst. Und dann sagen Sie vielleicht zu sich: Du kannst dich jetzt so gut fühlen, dass du total entspannt bist. Vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, was ich hier gemacht habe. Ich kann das natürlich auch andersrum verwenden und sagen: Lieber Kunde, stellen Sie sich mal vor. Stellen Sie sich das mal vor. Ich bin vor kurzem in Urlaub gewesen. Und dann habe ich so zu mir gesagt: Wow, das ist ja etwas Tolles. Hier fühlst du dich richtig wohl. Hier ist ein schöner Ort. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Erlebnis in den Kopf des Kunden gelegt und ihn mit dem Du zum Beispiel direkt angesprochen. Das ist natürlich hoch manipulativ und erzeugt gute Gefühle, wenn es richtig gut gemacht ist, im Gegenüber. Das funktioniert natürlich auch, wenn ich als Storyteller auf einer Bühne sitze und Geschichten erzähle und die Geschichte in die Köpfe der Zuhörer verlagere. Vielleicht probiert ihr das heute ja mal aus, vielleicht der eine oder die andere von euch, und nutzt das, um anderen Menschen natürlich gute Gefühle zu machen. Dabei wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns dann morgen mit einer ganz speziellen Ausgabe von Meine Espresso TV wieder. Und ich bin schon darauf gespannt, wie es euch gefällt. Bis dahin, tschüss, euer Tom Krause.